In diesem Video geht es um Eigenschaften von Seiten. Um diese zu bearbeiten, klicke ich auf das Datensatzsymbol einer Seite und dann auf Bearbeiten. Sie sehen nun die Seiteneigenschaften auf mehrere Kategorien bzw. Reiter verteilt. Ausschlaggebend ist hier, welchen Typ Sie festlegen. Dieser Typ, auch Seitentyp genannt, entscheidet unter anderem, welche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Seitentyp Verweis bewirkt, dass die Besucher auf eine andere Seite umgeleitet werden, die im Feld Verweisziel eingegeben ist. Ich gebe beispielsweise in das Suchfeld RTE ein und übernehme den Vorschlag durch einen Klick darauf. Ein Verweis auf eine interne Seite funktioniert auch dann noch, wenn die Zielseite umbenannt oder verschoben wurde. Möchte ich das Verweisziel wieder entfernen, klicke ich auf das X neben dem Feld. Auch Link zu externer URL leitet die Besucher weiter. Das Ziel ist hier allerdings eine beliebige URL, die wie eine Seite eine Menüposition erzeugen soll, beispielsweise auf eine PDF-Datei oder eine externe Internetseite wie einen Wikipedia-Artikel. Wichtig ist, dass entweder das korrekte Protokoll, in der Regel http://eingestellt ist und es vor der URL nicht erscheint. oder Sie Auto auswählen und die volle URL mitsamt Protokollpräfix eingeben. Wenn Sie möchten, dass sich die Seite in einem neuen Tab öffnet, können Sie unter Verhalten als Linkziel unterstrich Blank eingeben. Andere mögliche Werte können Sie dem Hilfetext entnehmen. Ein Nachteil externer URLs ist, dass die eingegebene URL sich nicht dynamisch anpassen kann, wenn das Ziel umbenannt oder gelöscht wird. Obwohl es nicht unbedingt nötig ist, entferne ich vor dem Wechsel auf einen anderen Seitentyp die spezifischen Werte, um nicht überflüssige Werte zu speichern. Der Seitentyp Ordner bietet nur wenige Felder und ist für Datensätze gedacht, die nicht automatisch bzw. direkt auf der Webseite angezeigt werden sollen, wie beispielsweise Nachrichten, Frontend-Benutzer und Newsletter. Der wichtigste Typ ist Standard. Denn durch ihn können Sie dem Besucher eigene Inhalte präsentieren. Der Seitentitel unter allgemein ist der Name der Seite und daher hier bereits ausgefüllt. Wenn Sie einen alternativen Navigationstitel eingeben, ersetzt dieser in Menüs den Seitentitel. Der Untertitel wird standardmäßig nicht ausgegeben, kann aber mit entsprechenden Typoscript-Einstellungen, beispielsweise für die Suchmaschinenoptimierung oder zur Anzeige auf der Seite genutzt werden. Zugriff Seite deaktivieren macht die Seite für Besucher komplett unsichtbar. In Menüs verbergen blendet dagegen den Namen der Seite in Menüs aus. Sie kann aber trotzdem noch, beispielsweise über einen Link, aufgerufen werden. Mit Veröffentlichungsdatum und Ablaufdatum können Sie bestimmen, ab wann bzw. bis wann diese Seite für Besucher sichtbar sein soll. Ich gebe 15 ein. Typo 3 ergänzt Monat und Jahr. Kurzformen für die Eingabe können Sie über den Tipptext nachlesen. Im Frontend sehen Sie, dass jetzt die übergeordnete Seite angezeigt wird, weil unsere Seite verschwunden ist. Der Haken auf Unterseiten ausdehnen bewirkt, dass Veröffentlichungsdatum, Ablaufdatum und Zugriffsrechte für Benutzergruppen auch für die Unterseiten gelten. Eine Einstellung unter Zugriffsrechte für Benutzergruppen macht nur Sinn, wenn Sie Benutzergruppen und eine Anmeldeseite angelegt haben. Auf dem Reiter Metadaten können Sie bei Schlagworte und Beschreibung Text für die Suchmaschinen eintragen. Hier habe ich das bereits vor der Aufnahme getan. Wie Sie in speziellen Menüs die Inhaltsangabe nutzen können, erkläre ich Ihnen in einem späteren Video. Unter dem Reiter Erscheinungsbild finden Sie unter anderem Felder für die Auswahl von Backend- und Frontend-Layouts, deren Nutzung das Anlegen von Backend-Layout-Datensätzen bzw. Typoscript erfordert. Sie können durch das Feld Backend-Layout nur für diese Seite die Seitenaufteilung festlegen beispielsweise dreispaltig, zweispaltig oder mit einem großen Bereich für Inhalt über die ganze Seite. Standardmäßig gibt es ein eigenes Feld für das Frontend-Layout, das nur die Darstellung im Frontend beeinflusst. Das Backend-Layout steuert dann nur die Darstellung der Seitenaufteilung im Seitenmodul. In dieser Übungsinstallation wird jedoch das Backend-Layout gleichzeitig für beide Werte verwendet, da es praktisch fast nie vorkommt, dass man im Backend und Frontend unterschiedliche Seitenaufteilungen sehen möchte. Das Feld Backend Layout für Unterseiten dieser Seite wird immer dann als Backend Layout für eine Unterseite angewandt, wenn diese kein eigenes Backend Layout nur für diese Seite definiert hat. Die Einstellungen zur Sprache auf Verhalten sind nur für mehrsprachige Websites relevant. Falls Ihr Layout das vorsieht, können Sie auf dem Reiter Ressourcen bei Dateien beispielsweise ein individuelles Bild für den Kopfbereich der Seite einbinden.